Hallo Just Music und herzlich willkommen auf der ProLight & Sound Musikmesse 2016 in Frankfurt. Wir sind hier auf dem Messestand von Mackie, bei uns ist der Dimitri und der wird uns heute die neue Mackie Pro DX Serie vorstellen. Hallo Dimitri. Hallo und herzlich willkommen hier. Ja, wir haben hier die brandneue Pro DX Serie, wird in Deutschland ab Juni, Juli erhältlich sein und besteht aus zwei verschiedenen Geräten. Einmal das Pro DX 4 und zum anderen das Pro DX 8. Der Hauptunterschied sind die Ein- und Ausgänge. Das heißt, bei der kleineren Version, wenn wir hier gucken, haben wir einmal zwei Kombi-Eingänge. Sprich, ich kann ein Mikrofon anschließen, ich kann auch meine Gitarre anschließen oder ein Line-Signal. Habe zusätzlich nochmal einen Stereo-Eingang, kann aber auch über Bluetooth Musik abspielen, wenn ich will. Ausgangsseitig habe ich hier einmal die Master-Outs, alles symmetrisch ausgelegt. Habe hier nochmal einen Aux-Send mit eingebaut und einen Kopfhörerausgang dann natürlich auch. Die ganzen Funktionen von diesem kleinen Pult, das ist eigentlich einfach ein kleines Digitalmischpult, kann ich hier auf der Vorderseite komplett bedienen. Ich wähle hier die Kanäle aus, kann hier lauter leiser machen und das hört da nicht auf. Ich habe auch nochmal zusätzliche Effekte eingebaut. Ne? Also ich kann auch nochmal einen Hall mit drauflegen oder nochmal ein Delay mit einschleifen. Also solche Sachen sind da auch nochmal möglich. Und hier kann ich dann nochmal die verschiedenen Ebenen, sprich Mains, Aux-Send und so weiter, auch nochmal von der Lautstärke her verändern. Das heißt, ich kann alles direkt an der Hardware einstellen, super easy zu benutzen. Wir haben aber auch eine eigene App für Android und für iOS, wo ich alle Funktionen komplett auch per App bedienen kann. Und das geht dann noch mehr ein bisschen ins Detail. Das heißt, ich habe hier nochmal einen kleinen EQ mit eingebaut, pro Kanal, wo ich das hier einstellen kann. Wir haben auch pro Kanal nochmal einen Kompressor, das heißt, ich kann ein bisschen die Stimme ankomprimieren, wenn ich das möchte. Das heißt, ich habe hier wirklich nochmal ein paar nette zusätzliche Funktionen, Graphic EQ in den Ausgängen auch. Das heißt, ich kann wirklich mit diesem kleinen digitalen Mischpult schon eine ganze Menge machen. Also ideal einfach für kleine Geschichten halt, wo man eben Vierkanal-Digitalmischpult gut gebrauchen kann dann auch. Ne? Die größere Version ist das Pro DX 8. Der Hauptunterschied sieht man auch schon hier. Ich habe hier 6 verschiedene Eingänge, wo ich die Lautstärken einstellen kann. Habe also 6 Combo-Eingänge. Habe dann zusätzlich nochmal auf 7, 8 einen Stereo-Eingang oder einen Bluetooth-Eingang in dem Fall. Und das sind so die Hauptunterschiede. Und hier haben wir auch ein iPad jetzt angedockt sozusagen. Also kann man natürlich auch mit größeren iOS-Geräten arbeiten, wenn man möchte. Und man sieht hier auch nochmal die ganzen Funktionen, die eigentlich dann bei beiden Pulten gleich sind. Also im Prinzip, die unterscheiden sich durch Ein- und Ausgänge. Das heißt, super easy zu benutzen. Das größere Pult natürlich dann interessant für kleine Kombos dann auch. Ne? Wenn man eben Auftritte hat mit einer 2-3-Mann-Band, kann man super mit diesem kleinen Teil halt alles abmischen. Zum Schluss musst du uns natürlich noch verraten, wo das 4er und das 8er preislich ungefähr liegen. Ja, beim 4er werden wir bei 249 Euro liegen, so der Plan. Und beim Pro DX 8 bei 349 im Laden. Alles klar, besten Dank Dimitri. Gerne.